In diesem illegalen Werbeanruf von Sky versucht man mir durch Lügen und Manipulation ein kostenpflichtiges Abo anzudrehen. Natürlich lasse ich das nicht mit mir machen, verarsche sie von vorne bis hinten und zeige euch, wie deren hinterhältige Tricks so funktionieren. Herr Sky, den Fernsehsender kennen Sie ja bestimmt schon, haben Sie ja bestimmt schon mal was gehört von. Ich habe diesen einen Werbespot gesehen mit diesem Sportler, wo der dann so läuft und dann die ganzen Lichter kommen. Von Sky, ja, meinen genau. Sie jetzt? Der Werbespot war voll gut. Also wie gesagt, haben Sie schon mal gehört, Sky? Ja, genau. Klar, der schießt ja dann so den Ball und da ist dann ein Tor und dann kommt dieses Sky-Logo so aus der einen Ecke geflogen. Das ist genau, genau. Also wie gesagt, da gibt's genau. Bloß blöd, dass sie bei den vagen Informationen nicht wissen kann, welchen Spot ich meine. Es geht darum, wir haben für Neukunden mal, wie gesagt, tolle Frühjahrsangebote mit einer Laufzeit von nur 12 Monaten, ja, anstatt 24. Vorteil ist dadurch ganz klar, sind halt nicht so lang gebunden, bleiben halt auch immer flexibel. Ja. Und Sie bekommen sogar Sky On Demand gratis mit dazu. Haben Sie da schon mal was von gehört? Ja, das ist doch mit der NASA genau. Zusammen, ne? Sky auf dem Mond. Genau. Genau, also wie gesagt, das ist so wie eine kleine Videothek, muss man sich vorstellen. Aha. Ja, mit 7500 Filmen und Serien. Ja, und On Demand, das ist französisch, ne? Genau, On Demand, genau. Ja. Ja, also wie gesagt, Top-Qualität, können sich das auch anschauen, wann Sie wollen, wie Sie wollen. Sie kriegen, wie gesagt, komplette Serienstaffeln sind mit dabei, von der ersten bis zur letzten Folge. Und ich packe noch Sky Go oben drauf. Etwas manipulativ, das hier so darzustellen, als hätte sie die Verfügnis darüber, ob sie das dazu packt oder nicht, obwohl das standardmäßig bei jedem einzelnen Kunden, den die anrufen, dabei ist. Das ist mal für unterwegs, für ist monatlich gerade mal. So wie bei Spotify, ja? Dass man sich dann quasi auch bei Sky Go die Sachen runterladen kann aufs Gerät, genau. Wie bei Netflix? Genau, okay. genau, so schön. Ist das, genau. Genau. Wie gesagt, 16,99 € monatlich. Wie gesagt, was schauen Sie denn am liebsten, wenn ich fragen darf, Bundesliga, Champions League oder Cinema, also Filme, Serien? Oh, also am liebsten schaue ich die MLT, WWE, aber das ist ja eher ein Randangebot, was Sie jetzt wahrscheinlich nicht im Sortiment haben, oder? Wie heißt der Sender nochmal? MLT, WWE. Also WWE kennt man ja, ne? World Wrestling Entertainment, also so Wrestling ist das. Wrestling, ja, so, Wrestling. Genau. Genau, mit halt mit genau, das Charakteren. Genau. Also das Twilight ist, Sparkle. Smackdown. Ja, genau. Smackdown, das haben wir mit versus, dabei. Genau, wo dann so Rainbow Dash halt in die Gegner reindasht und die RKO out of nowhere und dann, ja, das finde ich immer super. Haben Sie das? Genau, also das ist mit dabei, genau. Okay, also MLP das Wrestling ist auf jeden Fall damit dabei. Ja, weil genau, da ist halt also Hell in the Cell mit Pinkie Pie und wie heißt der andere? Derpy? Keine Ahnung. Okay, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall mit dabei. Auf jeden Fall, ja das ist mir wichtig. Genau, das ist auf jeden Fall mit dabei. Gut. Wie sieht es denn mit der neuen Staffel Game of Thrones aus? Da ist jetzt die 8. Staffel, ne? Die neue Staffel, 20 Stunden nach US-Start. Genau, 24 Stunden nach US-Start haben sie das dann auch auf ihrem Sky, immer. Wie man hört, lauscht hier eine zweite Mitarbeiterin meinem Gespräch, was super illegal ist, wenn die mich nicht danach fragen, was sie nicht gemacht haben. Wie unterscheidet sich das denn von dem Programm jetzt nochmal, wenn ich das irgendwie im Internet bestellen würde? Oder da habe ich letztens eine E-Mail mit einem Sonderangebot von Ihnen bekommen. Da hat man also wie gesagt, 16,99 € im Monat und 2 Monate gratis. Genau, aber da haben sie, wie gesagt, kein Premium-Paket extra noch mit zu. Bei uns kriegen sie, wie gesagt, deswegen ist es auch eine telefonische Aktion. Ich weiß, im Internet kann man das auch bestellen. Wie gesagt, da hat man für 2 Monate nur gratis, aber kein Premium-Paket extra noch mit zu. Welche Premium-Pakete gibt es da denn? Also da gibt es Bundesliga, Champions League und Cinema. Und da sie ja gerne das gucken, denke ich mal, wäre Cinema für sie angebracht, auf jeden Fall. Ja, wobei und das Cinema, also von den Sachen, die ich gesagt habe, ist ja bisher nicht Cinema, oder? Doch, bei Cinema, wie gesagt, ist das, was Sie mir gesagt haben, auf jeden Fall dabei. Wow, sie hört mir so wenig zu, dass sie nicht mal mehr weiß, was ich vorhin benannt habe und sagen muss, das, was sie vorhin gesagt haben. Also My Little Pony Wrestling ist dabei. Warten wir. Das ist nur bei den normalen Sender mit dabei, also beim Entertainment-Paket. Genau. Bei Cinema sind dabei Comedy, Actionfilme, wie gesagt, komplette Serienstaffeln, wie gesagt, wie sie gesagt haben gerade. Also das ist, wie gesagt, wie ich es eben gesagt habe, so wie ich es gesagt habe, das ist so, wie ich es gesagt habe, wie gesagt. Ich muss jetzt aber nochmal was fragen. Ich höre die ganze Zeit eine
etwas höhere Frauenstimme im Hintergrund, die klingt so, als würde sie Ihnen irgendwie die ganze Zeit Sachen vorsagen. Nee, mir ist keiner. Also wir nehmen hier eine Pause. Nein, nein, also keiner nicht, da. Nicht jetzt gerade, aber so, nein. So vor ein paar Minuten. War genau, das Kollegin. War eine Kollegin von mir. Genau, die hatte mir das schnell gezeigt, dass das auch dabei ist. Ach so. Genau. Ja, wie kann die denn die Frage gewusst haben, ohne dass sie gefragt haben? Dann muss die meine Stimme ja gehört haben. Nein, das hatte ich ja gesagt. Ich habe es ja wiederholt. Nee, ich hatte ja gehört, wie sie es wiederholt hätten. Nein, ich habe es wiederholt, ehrlich. Tja, bloß blöd, dass ich diese Aufnahme habe, die das Gegenteil beweist. Das hätte ich ja gehört. Also worauf ich hinaus will, ist, dass die Kollegin ja offensichtlich dem Gespräch hier zugehört hat und sie mich da nicht mal fragen. Okay. Das finde ich nicht so schön. Hat's aber nicht. Okay, alles klar. Dann soll dann ich jetzt fertig machen? Dann melden Sie sich in ein, zwei Tagen nochmal. Bis dahin spreche ich mit meiner Freundin deshalb. Okay, alles klar. Dann noch einen schönen Tag für Sie. Ja, ebenso. Danke, tschüss. Tschüss. Ein paar Tage später kam dann auch der Rückruf. Hier habe ich Sie für einen moralischen Test gestellt. Im ersten Anruf sage ich ja, dass ich mit meiner Freundin darüber reden will. Also will eine Beziehung haben, wo man solche Entscheidungen zusammentrifft. Die Freundin wird aber so tun, als wüsste sie von nichts. Das heißt, die Frau hat zwei Optionen. Sie kann es ansprechen und damit die Diskussion zwischen Freund und Freundin einleiten. Oder sie kann versuchen, es der Freundin alleine zu verkaufen. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, was sie macht. Von Sky Deutschland, den Lima Erbser. Das ist mein Freund. Was ist mit dem? Ist Achso, er nicht da, er oder? Da, nee, ist er nicht. Wollte er da was abschließen, oder? Ja, er wollte sich das nochmal überlegen, und weil das ein gutes Angebot ist, weil wir Frühjahrsangebote für Neukunden haben hier im Hause Sky. Okay. Deswegen. Ja, kann ich das für ihn machen, oder müssen wir da warten, bis er wieder da ist? Wir können das auch machen. Sie sind die Freundin? Ich bin die Lisa. Die Lisa. Und der Name? Der Nachname? Was soll ich das sagen? Ja, ich muss ja wissen, mit wem ich da das abschließe dann für ihn. Ach so, ja, Walters. Soll ich es buchstabieren? Also Lisa und Walters mit H? W-A-L-T-E-R-S. Walters, ja? Genau. Mit H, ja? Genau. Ja. Und das Geburtsdatum von wie die, Ihnen mal noch? Wie diese Bonbons. Walters, bloß mit A statt mit E. Ach, okay, alles klar. Okay. Und das Geburtsdatum an für ihn noch? Ja, das ist der 4.7.88. 88, okay. Und Sie wohnen aber auch in Erbsengästchen 9 in 34593 Knühlwald. Richtig? Ja, wir wohnen zusammen. Genau. Zwei Monate. Genau. Etwa. Sie, ach, okay, schön. Okay, ja, alles klar. Da ist noch alles frisch. Da ist noch alles frisch, ja. Liebe ja. Noch frisch und alles, genau. Genau. Nein, wie gesagt, haben Sie die IBAN dann auch da? Weil das muss ich noch mit eintragen zur Bonitätsprüfung, was dass wir es rausschicken können. Ich kann Ihnen seine geben. Ja, können wir auch haben. Warten Sie. Genau, wenn Sie die haben, können Sie mir die mal sagen. Jetzt muss ich kurz seinen Geldbeutel suchen. Und was wollte er da bei Ihnen abschließen genau jetzt? Sky, das Entertainment-Paket, ja, mit Sky on Demand. Das Sky on Demand kenne ich noch, das ist Französisch, ne? Genau. Und das sind 7500 Filme und Serien, Top-Qualität. Dann ist Sky Go mit bei für unterwegs, das Handy, Tablet, Notebook. Sie brauchen dann IBAN oder Kontonummer? Ja, die IBAN. Die IBAN, okay. Das wäre hier die DE41-2304-9022 und die 33. Und die 33 dazu, okay. Genau. Moment. Das ist dann, wie gesagt, die Commerzbank, ja? Ja, genau, das ist hier bei der in Lübeck, da kommt der her, der Schlawiner. Genau, okay, der Schlawiner, okay, alles klar. Dann würde ich noch mal eine Zusammenfassung starten, das nehmen wir auch auf Band auf, ja, damit Sie auch das bekommen, was wir besprochen haben, ja, nicht, dass Sie keine Waschmaschine bekommen, dass Sie auch das Paket bekommen. Damit sind Sie einverstanden, Frau Walters? Was für eine Waschmaschine? Nein, mit der, dass Sie das bekommen, was ich auch besprochen habe, muss ich das Band einschalten. Sind Sie damit einverstanden? Welches Band? Zur Aufnahme. Das Gespräch müssen wir nochmal mit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ach so, so wie im Fernsehen. Genau, dass Sie das bekommen, was wir auch besprochen haben. Ja? Dass Sie das Skype-Paket auch bekommen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wir,
damit Sie auch bekommen, was wir soeben besprochen haben, mache ich eine kurze Zusammenfassung nochmal. Zeichne das auch digital auf. Sind Sie damit einverstanden? Ja, und wie machen Sie das? Okay. Das geht doch gar nicht. Was? Das geht doch gar nicht übers Telefon. Da brauchen Sie doch so teures Filmequipment dafür, oder? Nein, nein, dass Sie das zeichnen wir bloß auf, damit Sie das auch bekommen, was wir besprochen haben. Dass Sie auch Ihr Skype-Paket bekommen, was da alles dazugehört. Ich habe mir doch gar nicht geduscht heute. Aber können wir nicht. Muss das auch mit Bild sein oder geht das auch ohne? Nein, das geht alles ohne Bild. Okay, und auch ohne Stimme? Okay, also ja. Sagen Sie jetzt ja? Ja? Ja. Okay. Das Band ist eingeschaltet, damit waren Sie einverstanden, ja? Hä? Okay. Ich spreche mit der Lebenspartnerin Lisa Walters. Genau, ich bin die Lisa. Am 4.7., genau, am 4.7.88, Erbsengästchen 9 in 34593 Knüllwald. Richtig, ja? Ja. Genau. Sie bekommen heute von mir das Sky Entertainment Paket mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Das war für Sie alles so in Ordnung? Ja, also geht das jetzt auf meinen Namen oder auf seinen? Den auf Herrn Wirm Erbse. Genau, genau. Dann bedanke ich mich fürs nette Gespräch. Viel Spaß mit Sky und noch einen schönen Tag für Sie, ja? Ja, wann starten Sie denn jetzt diese Aufnahme eigentlich? Das geht jetzt los. Alles klar, danke. Ja, tschüss. Warum legen Sie denn auf? Wir müssen doch noch die Aufnahme machen. Also nochmal zusammenfassend. Die rufen mich illegal, ohne gültige Werbeerlaubnis an. Die lassen andere Mitarbeiter das Gespräch mithören und lügen, wenn man sie darauf anspricht. Sie hört oft überhaupt nicht zu, wenn ich was sage, bejaht die Aussagen dann aber trotzdem. Sie nutzt die fehlende Kommunikation zwischen dem Freund und der Freundin aus, um ihren Verkauf zu machen. Und am Ende versucht sie eine Vertragsaufnahme mit einer anscheinend verwirrten Person zu machen, die offensichtlich nicht mal versteht, dass gerade eine vermeintlich bindende Bandaufzeichnung gestartet wurde. Und alles nur, um einem so ein Abo anzudrehen. Was können wir dagegen tun? Ich vermute, dass ich hier gar nicht wirklich mit einer Sky-Mitarbeiterin geredet habe, sondern dass die Angestellte eines illegal arbeitenden Callcenters war, welche eine Vertriebspartnerschaft mit Sky hat. Da sich Sky von denen vertreten lässt, bringt das aber eine gewisse Verantwortung mit sich. Ich habe so ähnliche Anrufe schon früher bekommen und Sky schon vor über einem halben Jahr darauf hingewiesen. Es ist anscheinend nichts passiert. Die Sache ist die, Sky ist am Sterben, ihr Hauptmarkt, das Fernsehen auch. Und im Internet gibt es mit Netflix und Amazon Prime enorm starke Konkurrenz. Welche Zielgruppe ist davon wenig beeinträchtigt? Genau, Senioren, beziehungsweise im Allgemeinen die Leute, die so ein Callcenter erreicht. Im Klartext, Sky hat ein gigantisches finanzielles Interesse, da nicht genau hinzuschauen. Und solange nur wenig Menschen davon wissen, funktioniert das auch. Deshalb meine Bitte an euch, verbreitet diese Info, soweit es geht. Je mehr Menschen davon wissen, desto größer der Druck auf Sky, dass sie endlich was ändern.